Hör auf, lass mich in Ruhe. Sie hat versucht, mich zu küssen. Igitt. Was ist mit Mädchen nur los? Sie mag dich. Und wenn ein Mädchen sich einen Jungen erst mal ausgeguckt hat, ist es schwer, sie davon abzubringen. Du verstehst das irgendwann. Wir müssen da durchfahren. Wir haben keine Wahl. Wir könnten um die Insel herumfahren. Das könnte eine ganze Woche dauern. Oh, ich würde mein Schiff keinen Risiken aussetzen. Vielleicht gibt es da scharfkantige Felsen. In Ordnung. Titan und ich werden den Kanal mit dem Boot erforschen. Diomedes, du hast das Sagen, solange ich fort bin. Aber ich sage dir, wir werden garantiert nichts finden. Diese Insel ist sicherlich verlassen. Lasst mich sofort rein! Eure Türen werden mich nicht für immer abhalten können! Ich möchte sofort die Königin der Abwehr sprechen! Oh, ich bin verloren! Ah, und wie ich verloren bin! Beruhigt euch, Estoral! Ihr seid die Königin der Harpien! Ihr seid doch nicht verloren! Seid ihr blind? Ich hab euch doch erzählt, was das Orakel gesagt hat! Ein Manticore, der zu meiner Festung kommt, wird das Ende meines Königreichs signalisieren! Hallo! Der Manticore ist da! Das Orakel sagte auch, durch die Heirat eines Königs seid ihr gerettet! Was soll ich eurer Meinung nach machen? Es gibt keine Männer in meinem Königreich, es sei denn... Poseidon, wollt ihr mir etwa einen Heiratsantrag machen? Hä? Oh nein, nicht, dass das nicht toll wäre, aber ich bin mit meiner Arbeit verheiratet. Ich dachte an einen anderen König. Tatsächlich? Oh, wie heißt er denn? Ich wollte schon immer einen Ehemann haben und vor allem einen, der nicht ständig wegläuft. Der Name des Glücklichen ist Odysseus. Er ist übrigens sehr tapfer. Außerdem ist er ziemlich gut aussehend und rein zufällig ist er auch gerade in der Nähe. Ach, komm schon, komm schon. Alles in Ordnung, Odysseus? Was? Ja, da sitzt nur was auf meinem Finger fest. Kein Problem. Lass mich mal sehen. Zeig her. Nein, geht schon. Was ist das für ein hässliches Ding? Das ist ein Ring für Penelope. Den habe ich gemacht, um ihn ihr bei meiner Heimkehr zu schenken. Jetzt mal ehrlich, findest du den hässlich? Ja. Oh. Das war sicher der Wind. Bei den Göttern, was ist das nur für ein Wesen? Es hat eine Waffe! Das? Odysseus! Harpien! Und sie fliegen Richtung Navis! Na los! Fang! Wow! Ah, perfekt. Genau zu euch beiden wollte ich gerade. Ich möchte euch gern ein neues Liebesgedicht vorlesen. Ein Liebesgedicht? Was? Jetzt mach nicht so ein erstauntes Gesicht. Ich war früher ein richtiger Romantiker. Die Frauen weinten in der Öffentlichkeit über meine Gedichte, weil sie so gerührt waren. Hey, mein Gedicht! Ich glaube, sie möchte Fangen spielen. Komm sofort zurück! Ich will nicht, dass du meine wunderschönen Worte mit Eulensapper beschmutzt. Diomedes! Findet den, der Odysseus heißt, meine Damen! Ah, ihn wollen wir haben und keinen anderen! Aufgepasst, Leute, duckt euch! Das wird dich lehren, dich mit einem alten Kriegshelden anzulegen, du Hexe! Was geht dir vor? Lass mich raten.
Ihr seid Königin hässlich. Ist das derjenige, den ihr sucht, verehrte Königin? Nein, er ist viel zu alt. Oh, und viel zu unhöflich. Hey, lasst uns in Ruhe. Was soll denn das? Lasst uns runter. Ist einer von denen euer König, verehrte Königin? Nein, zu schwächlich. Zu jung. Oh! Ja, und das Haus, von dem Poseidon sprach, ist stark. Ein echter Kriegerkönig. Nur ein echter Krieger könnte zwei meiner Mädchen auf einmal niederstrecken. Ah, das ist Odysseus. Los, schnappt ihn euch! Hallo, mein hübsches Kerlchen. Also, es kann losgehen. Wir haben unseren König gefunden. Diomedes, was ist passiert? Geht's allen gut? Nein, sie haben Philo mitgenommen. Es war meine Schuld, Odysseus. Es war meine Schuld. Ich hatte einen wundervollen Traum. Ich bin geflogen. Oh, ist mein schnuckeliger König wach? Oh nein, das war gar kein Traum. Also, Odysseus. Was, Odysseus? Aber ich bin doch gar nicht... Sei ein braver Ehemann und zieh dich an. Die Hochzeit ist in ein paar Stunden und ich möchte, dass die Zeremonie beendet ist, bevor du mit dem Manticore kämpfst. Was? Manticore? Kämpfen? Hochzeit? Oh. Ich bin offensichtlich eingeschlafen, Odysseus. Ich hätte sie kommen sehen müssen. Ich fürchte, diese alten Knochen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es ist nicht deine Schuld, Diomedes. Sie waren in der Überzahl. Und was nun? Ihre Festung liegt zu weit oben, als dass wir hinaufklettern könnten. Wir müssen eine andere Möglichkeit finden, um Philo zu retten. Auf den Augenblick habe ich lange gewartet. Odysseus ist weg. Seine Mannschaft ist im Chaos versunken. Was? Pestoral, du altes Weib! Wen hast du gekidnappt? Wirklich schade, dass wir nicht zu der Festung hochfliegen können wie die Harpien. Wer sagt denn hier, dass wir nicht fliegen können? Unfassbar! Wo ist sie? Meine Mutter doch jetzt nur sehen könnte. Oh, ich wette, dann würde sie lächeln und sagen... Was ist passiert? Gibt es irgendetwas, was ihr mir sagen möchtet? Nein. Oh, stimmt etwas nicht? Ist Odysseus aus seinem Zimmer entkommen? Odysseus? Das ist nicht... Sie hält Philo für Odysseus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder ihr die Flügel ausreißen soll. Nun, euch ist doch sicher klar, dass Odysseus Männer versuchen werden, ihn zu retten. Was? Retten? Aber meine Hochzeit ist... Keine Sorge. Ihr könnt sie immer noch außer Gefecht setzen, bevor sie auch nur in eure Nähe kommen. Es funktioniert! Sehr gut, wunderbar. Ich übernehme das Seitenruder. Diomedes, willst du steuern? Sehr gerne. Ich möchte dich nicht noch einmal im Stich lassen. Also wirklich, jetzt hör auf, dir Vorwürfe zu machen.
Odysseus, darf ich auch mitkommen? Tut mir leid, Nyssa, zu gefährlich. Wir werden uns mit den Harpyien sicherlich einen erbitterten Kampf liefern. Das ist total ungerecht. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Ich hoffe, sie schaffen es. Mich würdest du nicht in diesen unsicheren Apparat kriegen. Nicht übel, diese Reisemethode, was, Titan? Na, für dich vielleicht. Wir müssen in ein paar Minuten da sein. Hey, Diomedes, kann ich dich mal was fragen? Ich habe diesen Ring für Penelope gemacht. Sag mir doch mal, wie du ihn findest. Also, meiner Meinung nach ist das nichts, was du deiner Frau schenken solltest, nachdem du 10 Jahre weg warst. Es sei denn, du hast vor, schnell wieder zu verschwinden. Alles klar, vielen Dank für den Rat. Flieg einfach geradeaus, halt den Kurs, da vorne sind dunkle Wolken. Odysseus, ich glaube, das sind keine Wolken. Hilf, Odysseus! Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange festhalten! Bist du jetzt sauer? Ich werde später sauer sein. Ich helfe dir hoch! Oh je, meine Schulter. Es tut mir leid, Odysseus, ich konnte es nicht festhalten. Keine Sorge, alter Freund, ich mach das schon. Titan, kurbel die Flügel an, und zwar so kräftig du kannst. Mal sehen, wie gut diese Harpyien fliegen können. Und jetzt wieder andersrum. Wir haben es geschafft. Hallo, Liebling. Juhu, bist du schon angezogen? Ah, die Zeremonie beginnt gleich. Liebling, hallo. Odysseus! Ah! Wache! Schlagalarm! Mein Ehemann ist geflohen und ich werde ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Na los! Du schaffst das schon, Philo. Und wenn nicht, dann musst du einen Vogel heiraten. Ich sehe keine weiteren Harpyien. Ich denke, wir sollten noch mal zur Festung fliegen. Eine sehr raffinierte Konstruktion, Odysseus. Vielleicht entkommst du den Harpyien, aber mir entkommst du nicht. Achtung, alle Mann festhalten! Ich bitte euch, keine Waffen. Ich mag keine Waffen. Ich habe euch schon vorhin auf den Klippen gesehen. Warum habt ihr uns gerettet? Ihr wart in Schwierigkeiten. Sollte es einen anderen Grund geben? Odysseus, sieh dir das an. Was? Oh.
Die sind für die Königin der Harpien. Ich werde sie ihr schenken, wenn ich sie bitte, mich zu heiraten und meinen Thron mit mir zu teilen. Eine Sekunde, ihr seid ein König? Ja. König Baltakan. Wisst ihr, in meinem Königreich gibt es nur Männer. So wie es bei den Harpien nur Frauen gibt. Und wenn ich die Königin heiraten würde, könnte ich die beiden Königreiche vereinigen. Aber leider haben sie aufgrund meines Aussehens vor mir Angst. Baltakan helfen, das Herz seiner Königin zu gewinnen. Was? Nisa, wir sind hier, um Philo zu retten. Wir werden Philo auch retten, wenn wir dem Manticore helfen. Er war schon mal in ihrer Festung, das hat er selbst gesagt. Ist das wahr? Ihr kennt den Weg zur Festung? Oh ja, ich kann euch dorthin bringen. Ah! Ich hab mich schon gefragt, wann du auftauchen würdest. Nein. Nein, das kann ich nicht. Bitte. Jetzt hör mir mal zu, tapferer Krieger. So geht das nicht. Du wirst mich nicht einfach vor meinem Volk bloßstellen. Findest du mich etwa nicht attraktiv? Sag schon, was ist los mit dir? Ich glaube, ich muss gleich weinen. Eure Hoheit, wir werden angegriffen. Es ist der Manticore und er hat Freunde mitgebracht. Hört zu, wir kommen in friedlicher Absicht. Wir müssen mit eurer Königin sprechen. Ich hab euch ja gesagt, sie sind furchtbar stur, aber süß. Jetzt ist Schluss! Die Zeremonie kann beginnen! Ah, ich muss unbedingt verheiratet sein, bevor dieser fürchterliche Manticore mich findet! Halt, ich kann das nicht! Oh, los, komm her! Nein, ich will dich nicht heiraten. Ich meine, wir kennen uns doch so gut wie gar nicht. Vielleicht hätten wir vorher mal ausgehen sollen. Nein, das hätte wohl auch nichts gebracht. Du wirst mich heiraten und mein König sein! Jetzt! So, das war's. Die Hochzeit findet nicht statt. Diomedes, ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, Odysseus. Ich hätte nicht mitkommen sollen. Ich werde langsam zu alt. Ach, du wirst zu alt, ja? Naja, vielleicht können diese alten Knochen doch noch ein paar gute Kämpfe austragen. Odysseus, hier ist er! Hast du jetzt genug? Oh nein, ganz im Gegenteil, ich hab noch nicht mal angefangen! Ah! Philo! Odysseus! Was? Odysseus? Oh, das ist Odysseus! Genau das habe ich versucht, dir die ganze Zeit zu erklären. Du hast einfach den Falschen erwischt. Du bist hier, um meine Festung zu übernehmen, so wie es das Orakel prophezeit hat. Nein, ihr habt das alles missverstanden. Ich bin gekommen, um euer König zu werden. Was? Ach, was soll das für ein Trick sein? Das ist kein Trick. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Ich schwöre euch die unsterbliche Liebe. Ich möchte bis in alle Ewigkeit an eurer Seite leben. Das ist euer Liebesbeweis? Irgendwelche Äste? Soll ich etwa einem so abscheulichen Wesen wie euch glauben? Ich erkenne eine Falle sofort, wenn ich sie sehe. Ihr werdet meine Festung nicht kampflos übernehmen. Aber ich habe keinen anderen... Beweis! Er hat einen Beweis. Mhm. Ein Liebesbeweis. Den hat er wirklich. Das stimmt doch, oder, Baltakan?
Was ist das für ein Beweis? Der hier. Er war für eine Person, die mir sehr viel bedeutet, aber ihr braucht ihn mehr als ich. Ich hatte sowieso darüber nachgedacht, einen anderen zu machen. Oh, Odysseus, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Dieser hässliche Ring macht sie vielleicht noch wütender. Vertraut mir, Baltakan, es wird funktionieren. Hier ist der Beweis, den ihr verlangt. Bitte beurteilt mich nicht nach dem, was ihr seht, sondern nach meinem Inneren, meinem Herzen. Er ist wirklich wunderschön. Ah. Ich muss schon sagen, so etwas bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Ich finde, Sie sehen sehr süß aus. Ich bin ja sowas von froh, dass ihr gekommen seid, sonst wäre ich jetzt schon in den Flitterwochen. Igitt! Odysseus, möchtet ihr mit der Braut tanzen? Oh, naja, wir müssen uns jetzt wirklich auf den Weg machen. Meine Mannschaft möchte jetzt unbedingt die Suche nach Ithaka fortsetzen. Na los, nur keine Angst! Auch wenn ihr einen sehr attraktiven König abgegeben hättet, ziehe ich doch eher Männer mit etwas mehr Fleisch auf den Rippen vor. Gut gemacht, Odysseus. Du hast zwei Königreiche vereinigt und bist mir wieder mal entkommen. Genieß die kurze Zeit, die du in Freiheit hast, denn eins kann ich dir versprechen, sie wird nicht lange anhalten.